Hallo, jetzt kommt eine Aufgabe, von der ich noch nicht weiß, ob sie funktioniert oder nicht. Ich habe Folgendes vor. Hier ist Mehl und ich möchte diese Kugel in dieses Mehl hineinwerfen und an den Spuren, die diese Kugel dann hinterlässt, in diesem Mehl errechnen, unter welchem Winkel die Kugel in das Mehl hineingetreten ist. Warum macht man sowas? Naja, es gibt sehr viele konkrete Anwendungsmöglichkeiten, die zum Beispiel, ja, immer wenn wo was geworfen wird, ja, oder was fällt und unter einem bestimmten Winkel auftritt und da Spuren hinterlässt, kann man sich hinterher überlegen, unter welchem Winkel war das denn? Hat oft mit Einschusslöchern zu tun und so. Das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen, aus vielleicht verständlichen Gründen. Ich möchte hier neutral bleiben und das mit diesem Mehl und dieser Kugel machen. Ja, dazu muss ich die jetzt natürlich da reinwerfen. Und ich hoffe mal, dass das funktioniert. Es hat funktioniert. Spuren sind deutlich sichtbar. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.